Moin, willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video. Heute stelle ich euch meine Top 5 geheime Tipps und Tricks für den Showdown-Modus vor. Viele von euch hatten sich so ein Video gewünscht, weil ich habe ja mittlerweile auch wirklich viel Erfahrung gesammelt. 3 Solo-Brawler auf die 1000 Trophäen in Showdown unter anderem gespielt. Und deswegen finde ich, dass es an der Zeit ist, euch mal zu erklären, wie ich das gemacht habe und wie auch ihr zu den besten Showdown-Spielern Deutschlands gehören könnt. Ich würde sagen, wir beginnen direkt und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Am Ende wird da mal ein ganz krasser Tipp kommen. Deswegen auf jeden Fall das Video zum Ende durchschauen, wenn ihr wirklich alles mitnehmen wollt. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit Tipp 1. Wenn ihr diesen ersten Tipp beachtet, habt ihr bereits gegenüber ca. 95% aller Showdown-Spieler etwas voraus, weil das so viele Leute einfach nicht beachten. Und zwar ist der Tipp: Achtet direkt am Anfang des Games in den ersten 2 Sekunden auf euer Umfeld. Die Map wird ja, wenn ihr in Showdown geht, so reingezoomt, sage ich mal. Also ihr seht ja am Anfang erstens, welche Brawler sind insgesamt dabei und zweitens noch wichtiger, wer spawnt wo und wer spawnt in meiner Nähe. Und da kommt es wirklich drauf an. Wenn ihr zum Beispiel seht, okay, ich spiele vielleicht mit einem Mortis und auf meiner linken spawnt ein Dynamite und auf meiner rechten spawnt ein Bull und ihr habt auf beiden Seiten jeweils eine Kiste, auf die ihr gehen könnt ihr mit dieser Information das Game in die entscheidende Richtung lenken und zwar auf die linke Seite, auf den Dynamite gehen und damit einfach das Spiel schon mal entscheidend in die richtige Richtung lenken. Ihr habt dann nämlich einen relativ einfachen Kill, ein gutes Matchup, sage ich mal, weil ihr kennt ja Mortis, der ist gut gegen Dynamite und Barley und so weiter. Werdet ihr aber auf der rechten Seite unterwegs, würdet ihr wahrscheinlich direkt sterben, wenn ihr euch mit dem Bull um die Kiste anlegen würdet und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, schaut am Anfang, welche Kiste kann ich nehmen? Kann ich überhaupt eine Kiste nehmen? Und das ist eben der Punkt, wo ihr wirklich gucken müsst, wie stark sind die gegnerischen Brawler gegen mich und wer könnte auch auf mich zukommen. Ich habe viele Situationen auch gesehen, wo jemand dann einen Mirror-Match zum Beispiel gehabt hat, zum Beispiel einen Brock gegen einen Brock. Dann hat der Brock in der Mitte sich die ganze Zeit an der Kiste gegenüber den äußeren Brock aufgehalten. Die haben es nicht geschafft, sich zu töten. Dann hat aber diesen mittleren Brock von der anderen Seite einen Bull oder so gesandwiched und da war der mittlere Brock als erster tot. Deswegen ganz, ganz wichtig, Leute, entweder ihr habt einen Easy Kill auf der einen Seite, geht ihr dahin. Wenn ihr aber auf beiden Seiten ein schlechtes Matchup habt oder wisst, ich kann den einen Brawler auf der einen Seite nicht wirklich töten, geht entweder auf die andere Seite. Oder aber ihr sagt, ich gehe überhaupt nicht für die Kiste, sondern ich gehe direkt so ein bisschen weiter mittig, lasse die am Anfang sich fighten und bin dann zwar ohne Kiste, also ohne Power-Up, aber ich habe die Sicherheit, dass ich nicht als erster sterbe und schon mal ins Midgame ankomme. Eng damit zusammenhängt auch mein zweiter Tipp. Und zwar sage ich euch eins, was viele Leute in Brawl Stars missverstehen in Showdown. Kisten sind meiner Meinung nach für den Erfolg in Showdown überbewertet. Das hört sich jetzt erstmal krass an, weil natürlich könnt ihr, wenn ihr viele Power-Ups am Anfang habt, mit 10 Power-Ups oder so die komplette Lobby zerstören. Ihr könnt alle eure Gegner zerstören, gewinnt das Game extrem schnell. Aber ich sage euch eins, das ist in den meisten Fällen eher die Ausnahme. Weil in Wirklichkeit ist das Kistenfarmen extremst riskant, denn jede Kiste wird automatisch eigentlich von jemandem anderen auch im Auge behalten, denn jeder will Kisten haben, ganz, ganz logisch, jeder will die Power-Ups haben, deswegen bedeutet, ich greife eine Kiste an, immer, ich begebe mich in die Gefahr, dass aus irgendeiner Ecke jemand kommt, jemand die Kiste abcampt oder ähnliches oder einfach random auf die Kiste stößt und mich dann angreift, deswegen Kisten bieten ein extremes Risiko, was ich besonders im Early Game, also in den ersten Phasen bis von 10 Leute lebend bis 8 Leute lebend nicht eingehen würde. Insbesondere, wenn man einen Brawler spielt auf einer Map, der vielleicht nicht ganz so gut ist. Vielleicht sind auf der Map viele Büsche. Man spielt jetzt einen Barley oder einen Dynamite und auf einmal kommt eine Shelly. Sowas kann passieren, sowas ist real. Und sowas ist meiner Ansicht nach, was ich auch so gesehen habe aus Erfahrung, eine der größten Fehlerquellen, wieso Leute einfach dumm sterben und ihre Siege vorher einfach wieder hergeben von den Trophäen her, weil sie es eben nicht schaffen, wirklich konsequent safe zu spielen, weil sie sich von den Kisten einfach locken lassen. Besser ist es, mein Tipp für euch, ihr spielt das Ganze wirklich safe runter, ihr geht nur auf Kisten, wenn ihr wirklich wisst, ihr bekommt die Kiste zu 100%, ihr geratet darin nicht in einen Fight mit dem Brawler, den ihr nicht besiegen könnt, oder in eine Sandwich-Situation, worauf wir später auch nochmal eingehen werden, Leute. Also wie gesagt, wenn ihr eine Kiste seht, immer nur holen, wenn ihr safe wisst, da ist kein Gegner. Es ist kein Gegner in der Nähe, der kommt. Ich kann es mit Gegnern aufnehmen, die eventuell kommen. Ansonsten, Leute, lasst die Kiste in Ruhe. Bleibt erstmal passiv, solange bis vielleicht nur noch 5 Leute leben oder so, würde ich euch raten. Und dann könnt ihr schauen, dass ihr ein bisschen aggressiver spielt. Aber wirklich, Leute, Kistenfarmen ist riskant. Macht es nur, wenn ihr euch wirklich 100% sicher seid,
dass ihr die Kiste bekommt und nicht in eine Falle tappt. Hierzu auch nochmal ein kleiner Rat, den ich euch gebe. Und zwar solltet ihr vielleicht euer Mindset, also eure Gedankengänge für Showdown etwas überdenken. Viele denken, ich muss in Showdown Erster werden, um wirklich Erfolg zu haben, um die Runde zu gewinnen. Dabei ist das gar nicht so, denn in den meisten Trophäenhöhen, ich sag mal bis so 800, 900, gewinnt ihr auf Platz 4 oder Platz 3 locker easy genug, dass es sich für euch lohnt, Showdown zu spielen gegenüber 3 gegen 3. Es ist tausendmal besser, wirklich konstant Dritter oder Zweiter zu werden oder von mir aus auch Vierter mal, als mal Erster zu werden und dann einfach mal Zehnter, Neunter oder Achter. Weil das gleicht sich gegenseitig aus. Zwar fühlen sich natürlich die ersten Plätze immer besser an, aber de facto, wie es wirklich ist, ihr gewinnt viel, aber mit eurer Spielweise verliert ihr auch viel. Das heißt, dauerhaft ist dieses Mindset, ich muss immer Erster werden, kein Gewinner-Mindset im Showdown, denn ihr müsst wirklich darauf achten, ihr müsst konstant Pokale gewinnen und nicht konstant Spiele wirklich als erster Platz gewinnen, ja. Das wollte ich nochmal auf den Weg geben, was vielleicht auch euch ein bisschen einfacher macht, ein bisschen passiver oder geduldiger vor allen Dingen zu spielen, weil viele spielen halt auch einfach in Solo-Showdown komplett hau drauf, denken, yo, ich muss jetzt erster werden, ich hab den Druck, aber das ist gar nicht so, Leute. Legt das Mindset ab, es hat auch mir sehr geholfen, weil ich auch früher jemand war, der viel, wirklich auf die Kisten gegangen ist und so und sehr ungeduldig war. Das ist blöd. Das macht man nicht. Das machen die besten Spieler in Showdown nicht. Gebe ich euch in die Hand, Leute. Wissen viele nicht. Macht das und ihr seid schon mal vielen, vielen Showdown-Spielern einen entscheidenden Schritt auf lange Sicht voraus. Kommen wir nun zum dritten Tipp, den ich für euch habe. Und der heißt, tötet die Boxen nicht immer direkt. Und besonders nicht, wenn in der Nähe der Box ein Busch ist, in dem ihr euch verstecken könnt. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, Leute. Boxen sind nicht alles. Meiner Meinung nach sind Boxen in Solo-Showdown für dauerhaften Erfolg überbewertet. Aber ihr könnt Boxen auch so zu eurem Vorteil nutzen, dass ihr Gegner damit locken könnt. Locken, also baiten, sage ich dazu immer, ist ein ganz entscheidender Faktor hierbei. Und das könnt ihr sogar machen, wenn ihr nicht mal bisher viele Power Cubes habt. Zum Beispiel stellt euch vor, ihr seid ein Leon und habt 0 Power Cubes. Und ihr seht eine Box mit einem Busch. Ihr geht in diesen Busch rein, tötet die Box nicht, greift sie auch nicht an und dann kommt auf einmal aus einer völlig anderen Richtung ein mehr oder weniger ahnungsloser Brock. Dieser Brock hat 5 Power Cubes, das heißt, ihr könntet ihn normalerweise überhaupt nicht töten. Der gibt euch 3 oder vielleicht sogar 2 Schüsse und ihr seid tot. Ihr seid einfach tot, das war's. Aber wenn ihr jetzt in den Busch campt, also was heißt campen, wenn ihr jetzt in den Busch euch versteckt erstmal und der Brock kommt und ihr tötet die Kiste nicht direkt, dann verschwendet der im Optimalfall der Brock einfach alle seine 3 Schüsse direkt hintereinander auf die Box und hat dann einfach keine Munition mehr, wenn er den Power Cube einsammeln will, um euch zu töten. Ihr geht dann im entscheidenden Moment aus dem Busch raus, nicht zu früh, nicht zu spät. Ja, am besten, er hat den Power Cube noch nicht eingesammelt und ihr snackt ihn sogar vorher noch weg. Das wäre natürlich der Optimalfall. Aber Leute, ihr könnt ihn dann einfach fighten, weil an sich ist er stärker als ihr, aber er hat eben keine Schüsse mehr im Magazin. Das heißt, es eignet sich auch wunderbar, wenn ihr im Nachteil seid, wirklich an diesen Stellen sich, ja, nicht, will nicht sagen zu campen, aber einfach ein bisschen geduldiger zu warten, sich nicht direkt die Kiste zu gönnen, sondern einfach zu schauen, okay, habe ich hier vielleicht die Möglichkeit, den Gegner ein bisschen, ja, abzusnacken, wenn er kommt, um den Power Cube zu holen, habe ich die Möglichkeit, vielleicht ihn zu überraschen, wenn ich schon gerade nicht so viele Power Cubes habe, was ja auch so ein bisschen damit einhergeht, was ich euch gesagt habe, dass man eben nicht immer für die Kisten direkt gehen sollte, weil viele halt auch wirklich darauf reinfallen und sagen, yo, da ist ja easy eine Kiste, ich gehe da einfach hin, ich bin eh unangreifbar, habe ich schon oft genug gesehen, Leute, beachtet das und ihr könnt damit auch gegen Brawler gewinnen, die viel mehr Power Cubes als ihr habt, oder aber ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich gewinne den Fight nicht, ich gehe einfach rechtzeitig natürlich aus dem Busch wieder raus, gehe in die andere Richtung, dann seid ihr auch safe. Also diese Methode bietet eigentlich so gut wie gar kein Risiko für euch, bietet nur Gewinnchancen, außer natürlich, ihr lasst euch dann irgendwie sandwichen, das wäre blöd, aber dazu kommen wir jetzt im vierten Tipp. Und zwar ist der vierte Tipp, dass ihr euch am Anfang, meiner Meinung nach, zunächst immer außen aufhalten solltet. Es gibt einige Leute, die sagen, yo, ich rushe in die Mitte und das finde ich auch clever, wenn man denn wirklich einen Brawler hat, der extrem stark auf der Map ist, der im 1 gegen 1 super viele gute Matchups hat, zum Beispiel sagen wir mal einen Leon oder sowas, der extrem viel aus guten Situationen machen kann oder einen Spike, der mit viel Power Cubes wirklich extrem krass sein kann. Aber in den meisten Fällen hat man halt wirklich nur so durchschnittliche 2 bis 4 Power Cubes, das auch solide ist, aber damit sollte man auf keinen Fall in die Mitte gehen. Haltet euch außen auf, weil es wird genug Leute geben, die einfach am Anfang in die Mitte gehen und sich dann eher die Köpfe einhauen, sage ich mal. Was super gut für euch ist, weil ihr bekommt dadurch eine bessere Platzierung for free, indem ihr einfach nur abwartet. Was ihr aber dabei auf jeden Fall beachten müsst, ist, dass ihr nicht gesandwiched werdet. Sandwiched bedeutet,
Ein Brawler kommt von oben, ein Brawler kommt von unten, ein Brawler kommt von links, von rechts und so weiter. Ich denke, die meisten von euch wissen, was das bedeutet. Das heißt, ihr solltet nicht umzingelt werden von zwei Brawlern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da eben auch damit einhergehender Tipp, immer in Bewegung bleiben, immer aktiv sein, ja, weil aktiv sein, also wirklich rumlaufen und aktiv Gegner in diese Sandwich-Situation bringen, ist immer besser als passiv sein und sich sozusagen seinem Schicksal einfach hinzuwerfen, weil wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit in einer Ecke nur campt, kann es easy sein, dass durch Zufall zwei Brawler aus der linken und aus der rechten Richtung zu euch kommen. Ihr könnt auf einmal nichts mehr machen, die greifen euch beide an, obwohl sie das vielleicht eigentlich gar nicht beabsichtigt hatten, weil sie gar nicht wussten, ihr seid da. Besser ist es, ihr sucht aktiv die Auseinandersetzung mit dem Brawler. Das ist natürlich besonders sinnvoll, wenn ihr einen Range-Brawler habt, zum Beispiel eben einen Leon oder einen Spike oder von mir aus auch einen Bow. Aber damit drückt ihr den Gegner praktisch in diese Sandwich-Situation, indem ihr den Gegner dazu veranlasst, in eine Richtung sich zu bewegen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine Sandwich-Situation zustande kommt, ist mega hoch, weil ihr habt ja schon die eine Seite und da muss theoretisch nur noch der Brawler in die andere Seite laufen und schon hat er ein Problem, weil er ist ja gesandwiched und kann ziemlich wenig dagegen unternehmen, Leute. Das war mein vierter Tipp, also wie gesagt, bleibt auf jeden Fall immer aktiv. Von Campen halte ich nicht ganz so viel aus, als bei Kisten. Das kann man machen, wenn man wirklich sieht, okay, die Situation ist aussichtslos für mich, ich kann keine gute Platzierung erreichen, aber wenn ihr wirklich hochkommen wollt, ja, Top 3, Top 2, Top 1 konstant, dann seid auf jeden Fall aktiv. Und natürlich immer unter Berücksichtigung der Umstände, welche Brawler sind bei euch in der Nähe, welche Brawler sind in der Lobby, welche Brawler habt ihr vorher gesehen. Treibt gegnerische Brawler in diese Sandwich-Situation aktiv rein, Leute. Und jetzt kommen wir zum fünften Tipp und der ist meiner Meinung nach nochmal ganz, ganz wichtig, um wirklich Erfolg in Solo-Showdown zu haben. Und zwar vermeide gewisse Brawler auf jeder Map. Dabei rede ich jetzt nicht unbedingt davon, welche Brawler auf jeder Map die besten sind. Zum Beispiel gibt es ja Maps, auf denen ist Piper eine absolute Maschine. Dann gibt es Maps, die sind extrem gut für Shelly und Bull. Das wisst ihr schon, das muss ich euch nicht erzählen. Wenn wir zum Beispiel eine Map haben, wo extrem viele Büsche sind, dass ihr da nicht in die Mitte geht, das macht natürlich Sinn. Ich rede jetzt von den Durchschnittsmaps. Und zwar sage ich euch, meine Meinung, vermeidet folgende vier Brawler immer auf jeder Map. Und das sind einmal Crow, Barley, Dynamike und Tick. Was haben diese vier Brawler gemeinsam? Wir kommen zuerst einmal zu den drei Werfern. Und zwar ist das große Problem, wenn ihr euch mit Werfern anlegt, dass euch keine Mauer rettet, falls was schief läuft. Wenn ihr eure Schüsse nicht trefft und der Gegner euch jagt, dann ist es völlig egal, welche Schneise ihr einschlagt, hinter welcher Mauer ihr seid. Der kann euch immer treffen. Insbesondere bei Tick ist das ziemlich nervig, weil Tick doch eine größere Reichweite hat als die ganzen anderen Brawler und mit seiner Ulti auch nochmal eine extrem krasse Drucksituation aufbauen kann. Aber auch bei Barley und Dynamike, auch bei Barley, der macht euch den Weg zu, ist es besonders gefährlich, euch mit diesen Brawlern direkt anzulegen. Weil wie gesagt, wenn ihr die nicht sofort tötet, dann jagen die euch und dann kommt ihr in diese Sandwich-Situation zwangsläufig oder aber ihr wollt wegrennen, aber ihr könnt nicht wegrennen, weil vor euch eine Mauer ist und den Barley oder den Dynamike oder den Tick diese Mauer einfach nicht interessiert, weil er einfach drüber werfen kann. Deswegen mein Rat für euch, vermeidet auf jeden Fall jeglichen Kampf mit diesen drei Brawlern, wenn ihr nicht 100% wisst, dass ihr gegen die gewinnen könnt. Das wird euch einige Matches, garantiere ich euch, gewinnen. Klar, wenn ihr jetzt einen Mortis habt oder sowas, dann solltet ihr natürlich den Fight suchen, aber Leute, wenn es nicht klappt, dann habt ihr ein fettes Problem. Deswegen lege ich mich erst gar nicht mit diesem Brawler in den meisten Fällen an. Außer natürlich, ich spiele jetzt auch selber ein Barley oder so und weiß, dass ich gewinnen kann. Aber das ist wirklich eine ganz gefährliche Sache, was viele auch meiner Meinung nach falsch machen. Weil diese Brawler sind meiner Meinung nach, ist natürlich alles meine Meinung, aber ich sage euch, ich habe viel Showdown jetzt in letzter Zeit gespielt. Die größte Gefahr für den Durchschnittsspieler in Brawl Stars, warum er auch relativ oft dumm stirbt. Und dann kommen wir noch zu Crow. Bei Crow ist das Ganze ganz ähnlich. Er kann zwar nicht über Wände schießen, aber es kommt auch extrem oft zu Sandwich-Situationen gegen euch, wenn ihr gegen Crow spielt und ihn nicht tötet. Weil, wenn ihr euch mit einem Crow anlegt, dann hat der eben den großen Vorteil, dass er eure Heal-Fähigkeit reduziert, ja. Ihr wisst, ihr kennt Crow. Crow hat ein Gift und wenn das Gift auf euch ist, könnt ihr euch nicht heilen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr spielt gegen einen Crow. Und ihr seid so in der Mitte der Map, es ist kein Gegner da, ihr fightet gegen ihn und ihr habt auch beide gleich viel Leben und so. Aber dann kommt ein Gegner für oben, von oben. Und was passiert dann? Ihr könnt euch in der Zeit, in der der Gegner euch auf euch zuläuft, einfach nicht hochheilen, weil der Crow das Gift hat. Was versucht ihr dann? Habt ihr zwei Möglichkeiten und die sind beide mega schlecht. Entweder ihr fightet den Brawler, der von oben kommt, sei es ein Bull, sei es ein Shelly, im Zweifelsfall mit viel Power Cubes, geht auf den zu, um dem Crow auszuweichen, habt aber nur noch halbes Leben, während der Crow auf der anderen Seite sich schon wieder Full Life geheilt hat, weil er eben diesen
Gift-Effekt nicht hat. Oder aber ihr geht zum Crow, und das habe ich ja gerade schon gesagt, ihr seid Half-Life, weil ihr euch noch nicht heilen konntet, der Crow aber schon, und damit habt ihr auch wieder eine schwierige Situation. Deswegen vermeidet auf jeden Fall diese vier Brawler, Leute. Ist mein Tipp, Leute, ich lege es euch ins Herz, das habe ich bisher auch noch in keinem Video oder so gehört, dass ihr das machen solltet. Probiert's aus, ja, ich sage euch, es wird funktionieren. Macht es nicht, die Brawler sind extrem nervig, werden nicht ohne Grund so viel in Showdown gespielt. Und natürlich ist es dann auch so, dass ihr auf verschiedenen Maps einzelne Brawler auf jeden Fall nicht unbedingt fighten solltet. Zum Beispiel auf sehr offene Maps eine Piper, auf sehr buschlastigen Maps natürlich grundsätzlich eine Shelly und so weiter. Aber das sind so die vier Brawler, wo ich auf jeden Fall euch nochmal als fünften Tipp ans Herz lege. Fightet auf keinen Fall gegen die, das ist tödlich, Leute. Und wenn ihr diese fünf Tipps beachtet, garantiere ich euch, ihr werdet tausendmal mehr Erfolg in Solo-Showdown haben, ihr werdet extrem schnell hochkommen und euch werden auch die Teamer nicht mehr so viel aufmachen, weil ihr im Durchschnitt trotzdem in jeder Runde Trophäen dazu gewinnt, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch dieses Video weitergeholfen hat, welche Tipps ihr schon kanntet. Es freut mich natürlich, wenn ihr schon einige Tipps kanntet. Ich hoffe aber, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, dass euch das Video geholfen hat. Und schreibt gerne in die Kommentare, zu welchem Modus ihr als nächstes meine Top 5 geheimen Pro-Tipps hören wollt. Danke fürs Zuschauen, Leute, und dann sehen wir uns schon morgen um 16 Uhr im nächsten Video.